wird für mich und die anderen Drehbandmenschen von unserem Streichquartett, das wir wieder dabei haben, heute in Berlin beim Konzert auf der Jazz Today Tour mit Esperanza Spalding. Und wir werfen mal kurz einen Blick rein, was sie da treiben. Was hast du von Tom? Konzerte zu spielen ist harte Arbeit, verlangt Proben und Disziplin und nicht nur Party, Frauen und Alkohol. Ist das so ein bisschen warm machen vorm Triband-Konzert? Platt machen. Platt machen? Ich mach mich total platt, dass einfach nichts mehr geht. Weil das Problem ist, wir spielen manchmal ein bisschen zu geil und die Leute sind einfach zu fertig, was da passiert. Wenn man sich vorhin ein bisschen platt macht, dann kommt man immer so ein bisschen schlaff auf die Bühne und spielt so ein bisschen schlapprig. Und dann kann auch ein Triband-Anfänger, also jemand, ein Neuling, der Triband das erste Mal hört, kann es vielleicht verkraften und damit was anfangen. Bei Triband XL-Konzerten, wenn das Streichquartett dabei ist, bin ich als Frau nicht mehr so alleine. Dann einfach eine andere Blondine noch neben mir sitzen, die mich so ein bisschen unterstützt und die Frauenfront sozusagen in der Band so ein bisschen stärker wird. Das ist eigentlich genau das, um was es geht bei Triband XL. Hauptstadt mit Andreas Köller, heute vielleicht zum letzten Mal dabei. Was soll ich jetzt sagen? Ich bin sehr aufgeregt, gerade hier eins in der Philharmonie zu spielen. Mit meinem Cello und mit der großartigen Band Triband. Geil. Ja, das ist doch schön. Wir schauen mal, was noch so los ist. Ivan, was geht denn down? Another self-feature. Down, also bei mir geht immer alles nur up und straight forward, würde ich sagen. How was the gig, my friend? I thought it was pretty okay. It's a hard room to play. Pretty okay. Pretty okay. It went fairly well. It's a rough room to play, but we're looking forward to Triband with the strings, man. It's gonna be killing. What do you have to say? How was the concert? Let me out, man. Did you like it here? No. In capital, German capital. You know that it's a capital. I prefer German lowercase, you know. Lowercase. I don't really use capital letters. I like lowercase letters. You know? Oh, okay. You know, like writing first names. I don't use capitals. Okay. Right. I don't do capitals. Yeah. Capitals do me. But you're wearing a Clyde the first time. This is from Kidney Pool. I got this at the hospital. The Kidney Pool. I must say, it looks beautiful. Thank you. It makes you look even younger. I am. Well, I get younger every day. So. Why are you laughing? I'm laughing at the younger part. Don't they want to see who the voice behind the camera is? No, they don't want this to see. This is Pauka. We are here with Michael Pauka. Yes, we are. Master of the bass lines and of the strings and keyboards in the voice. That's true. And the mini Moog. We just talk about dresses and clothes. Now but what's underneath the hair, man? What's up with that? Man, you know what's underneath there? Nothing, man. That's a secret. To be honest, it takes 2 hours in the morning. Leo's shoes match his suit. His match Leo's. Look at that. Look at that. You wanna do it? Exchange it. You won't give me start your exchange clothes now. Tomorrow I wanna wear yours. Dress. You got it, brother. Thank you.